Herzlich willkommen auf der 27. FAKUMA, der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung. Hier erleben Sie die ganze Welt der Kunststofftechnik live. Die FAKUMA ist die weltweit führende Fachveranstaltung in Sachen Spritzgießen. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier heute auf der FAKUMA. FAKUMA 2021, erster Messetag. Eine gewisse Euphorie ist zu spüren. Wir sind hier endlich wieder auf einer physischen Messe. Wir freuen uns. Sie wissen, dass wir als Mitaussteller der ersten Stunde eine ganz besondere Beziehung haben zu der FAKUMA und zum Messestandort Friedrichshafen. Alle Menschen bei uns auf dem Messestand sind hochmotiviert. Wir freuen uns seit Wochen drauf, hier endlich wieder in die persönliche Interaktion zu kommen. Messe ist halt einfach nicht nur digital. Wir haben ganz tolle Produkte mitgebracht, digitale Produkte, die zur Nachhaltigkeit beitragen, nachhaltige Produkte, die Digitalisierung brauchen. Das heißt, hier am Bodensee schlägt heute, würde ich sagen, so ein bisschen das Herz der Kunststoffwelt. Unter dem Motto Digital meets Circular Economy stehen Digitalisierung, Recycling und Wiederverwertung in der Kunststoffbranche im Fokus. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Stand von Engel auf der FAKUMA. Gott sei Dank ist endlich wieder Messezeit und wie man sieht, was macht denn eine physische Messe aus? Der Lärm, die Hitze, das Gefecht. Gefecht ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern endlich wieder physisch, face to face mit unseren Kunden darüber sprechen zu können, wo die Reise im Kunststoffmaschinenbau hingeht und natürlich das brennendste Thema wirklich direkt zu besprechen, Circular Economy und die Zukunft des Kunststoffs als Bestandteil unserer Wertschöpfungskette. Marktfähige, designorientierte und funktionsintegrierende Anwendungen sowie eine beeindruckende Materialvielfalt machen die FAKUMA hinsichtlich ästhetischer, wegbereitender Kunststofflösungen zum Fachpublikumsmagneten. Willkommen auf dem Stand von Leonhard Kurz auf der FAKUMA 2021. Wir freuen uns, endlich wieder live mit unseren Kunden in Kontakt zu kommen. Nach der langen Pause tut das jetzt wirklich wieder gut, mit unseren Kunden über die neuen Innovationen, Highlights und Themen zu reden. Natürlich ist für uns gerade im Moment die Circular Economy extrem wichtig, Lifestyle Thinking, dass wir mit recycelbaren Materialien agieren können und wie wir mit unseren Dekoren auf diese neuen Herausforderungen und Trends agieren.